hier und jetzt gehen wir eigentlich immer mehr oder weniger der Küste lang, Richtung Osten, Richtung Faro. Ungefähr eine Woche geht's halt, je nachdem wie schnell oder langsam wir sind. Und da gibt es auch ein paar Birding-Spots und das ist der next Plan. Go, go! Der Weg ist wohl zu Ende. Willst du nicht lieber... Ich weiß auch nicht genau. Nicht springen! That's not good for the knee! Den habe ich gerade auf der Straße gefunden. Und ich wollte sowieso einen haben, ich habe den falschen gekauft. Jetzt habe ich ihn abgeschnitten. Voll gut. So, wir haben unseren Pausenplatz erreicht. Sekunde gleich. Next. Da hinten ist ein großer Brachvogel und ein Sandregenpfeifer. Kann man die Kamera nicht erkennen. Und hier sind ganz viele Vögel. Und wir haben gerade schon einen Eisvogel dazu noch gesehen. Kormoraner auch. Braunkehlchen. Braunkehlchen. Möwen und Seeschwalben in verschiedenen Ausführungen, die wir nicht bestimmen können und auch. Das Wetter ist herrlich und jetzt kommen wir die Füße ein bisschen. Und, ganz wichtig, es gibt mein Tier. Vollkommen rot. Ungefähr, keine Ahnung, 50 Storchennester. Alle auf abgestorbenen, abgesägten Bäumen. Wir sind wieder in einem Ort, der Figueras heißt. Wir haben 5,1 Kilometer an der großen Bundesstraße, sag ich mal, gelaufen. Das war mein großes Wanderhighlight bisher. Aber es waren Störche zu sehen. Und zwei Esel. Jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen an der Straße lang. Und dann wiegen wir ab zu unserem Zeltplatz, hoffnungsweise. Sind das Hühner oder ist es eine Mischung aus Huhn und Truthahn? Irgendwie sieht das nicht normal aus. Da kommt da wirklich gleich ein Ei raus? Kann sein. Stell dir Vater sitzt davor. Nimm euch jetzt so eine Uhr. So, man sieht absolut nicht, aber. Ah, wo sieht man es denn? Da. Wo denn? Ah ja, da. Wo? Warte, wo mach ich fest? Genau da beim Stock. Genau da beim Stock. Das ist eine Shirimoya. Ich habe eine gepflückt. Ich glaube, sie ist noch nicht gut, aber. Wir gucken mal. Ging sehr schwer ab. So, wir haben unseren vermeintlichen Platz gefunden. Dort hinten sieht man es auch. Die Richtung, ne? Ja, ich sehe mich ja. Hinter so ein paar Büschen ist unser Zeltplatz. Da oben sind ein paar Kühe mit ihrer Glocke. Die machen Maria jetzt schon nervös. Los, lange, ne? Und hinter uns geht nur so ein Trampelfahrt, sag ich mal. Die Hunde sind laut. Da drüben ist ein Flughafen. Hinter uns, also. Also eigentlich sind wir eingekesselt zwischen Lagos und Portimao. Näher an Portimao als an Lagos. Und da drüben ist irgendwo auch ein Campingplatz. Aber der ist unverschämt teuer. 20 Euro, zwei Personen, so ein Mini-Zelt. Es würde nur 15 Euro kosten, wenn wir länger als 3 Nächte bleiben. Bei einer Nacht und 2 Nächten zahlt man Aufschlag. Nein. Sie sehen Maria in Der Jongleur.
wollen Sie noch essen? Von dem Erlassen bist du. Guten Morgen. Oh, meine Mütze sitzt ja sehr hervorragend gut. Wie jeden Morgen? Wir haben die Nacht, wir haben die Nacht auf der Kuhweide hinter uns gebracht. Dreimal in der Nacht hatten wir Besuch von Bella und ihren Freundinnen. Einmal musste ich auf Toilette, bin raus mit der Stirnlampe und habe ihnen direkt ins Gesicht geleuchtet. Sie haben sehr verdutzt geguckt und sind dann alle zusammen weggegangen. Ja, aber ich hatte immer ein bisschen Angst, dass die Kühe, also hier hört man immer die Glocken oben, das ist schon mal ganz gut, man ist vorgewarnt. Ich hatte immer Sorge, dass sie über die Zelt Leinen stolpern. Das wäre, glaube ich, ich hätte eher Sorge gehabt, dass sie mich auf dem Zelt übertrampeln. Das wäre meine größere Sorge. Ja. Aber klappt. Erstaunlicherweise, jedes Mal, wenn die Taschenlampe, also die Stirnlampe im Zelt an ist, sieht das gar nicht so hell aus, wie man das immer wahrnehmen sollte. Es ist eigentlich nur so leicht diffuses Licht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie ist das krass. Dabei hat die so eine krasse Lumenanzahl, die Stirnlampe. Und ich finde, Stirnlampe, wir haben ja noch nichts dazu gesagt, aber man kann sagen, die niedrigste Stufe ist immer noch ein Tickchen zu hell eigentlich. Für so unauffällig, ja, weil man, ja, und es fehlt das Rotlicht, das ist ein bisschen schade. Na gut. Aber sonst ist top. Ja. Achso, wir haben die Lumonite. Ja, genau. Und es war ruhiger als gedacht. Ich habe keine Hunde gehört, nur die Kuhglocken ab und zu mal, aber auch die Frösche und so hielten sich alle zurück. Es war sehr angenehm. Ich habe gut geschlafen und eigentlich hast du das Video komplett falsch begonnen. Ich bin relativ schockiert, weil heute ist der 17. Februar mein Geburtstag. Hä? Dein Nachholgeburtstag? Nee, ich habe schon ein Geburtstagsfrühstück mit Eierstulle und Marmeladenstulle bekommen. Stimmt. Jetzt gehe ich mucksch aus dem Bild. Beste Aufnahme aller Zeiten. Flamingos. Und Steuer. Wir sind hier gerade vor so einer Landzunge, vor Portimao. Es sind super viele Vögel. Es ist auch sehr früh morgens. Störche, Flamingos, Graureiher, Silberreiher. Und noch 20.000 andere Vögel, die wir jetzt alle gar nicht bestimmen. Aber wir werden einfach nur durchgehen. Aber es ist so schön. Ein Rothuhn. So, wir sind jetzt am Abgrund. Das Handy doppelt festhalten, damit ich nicht verliere. Sieht auf dem Video jetzt nicht so spektakulär aus, aber es ist hoch. Ich stehe auf dem Gitter. Maria traut sich nicht. Oh mein Gott! Einmal bis vorne! Was? Einmal bis vorne! Nein. Video. Ja, hinter mir sieht man Portimao. Da gehen wir jetzt gleich noch durch. Und ganz am Ende des Küstenabschnitts ist dann der Ort, wo wir heute übernachten wollen irgendwo. Da ist noch ein bisschen was vor uns. Maria hat irgendwas gesichtet. Spitze!
So. Wir haben Portimao erreicht. Voran ging eine spektakuläre Küste. Steilküste. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Intermarché. Ich hoffe, dass ich da Tahini finde. Aber wenn nicht, hoffe ich, dass ich auf jeden Fall ein Mittagessen finde, wovon ich ausgehe. Oh, you can eat Tokyo. Und wenn wir gegen 11.30 Uhr Mittag essen, Oma wäre stolz auf uns. Eigentlich wollten wir an diesen schönen Strand direkt vor Portimao unser Mittagessen zu uns nehmen. Auch ein bisschen ausgedehnter, weil wir noch Sachen trocknen müssen und so. Hier soll es auch, und hier gibt es auch super viele öffentliche Klos, aber alle sind geschlossen oder under construction. Anscheinend müssen die Leute hier nur im Sommer auf Klo, wenn die ganzen Touri-Massen hier kommen. Etwas enttäuschend, Portimao. Als Geburtstagsmittagsmenü habe ich uns gemacht von heute Morgen die Reste Eier mit Makrelenfilets, Paprika, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Paprika, habe ich schon gesagt, Salz und Senf. Senf war ein bisschen Fehlkauf. Aber generell, Tom, wie schmeckt's? Spitze. So, jetzt gibt es gleich noch Kaffee. Kocher steht schon bereit. Und da hinten hängen die ganzen Zeltsachen zum Trocknen, inklusive Schlafsäcke. Tom ist bereit für sein Mittagsschläfe und Kaffee. Und wie war der Nachtisch gerade? Was gab's? Käse. Frischkäse in Marmelade. Hat man nicht gesehen auf dem Bild, aber gut. Genau, und das ist das ganz normale Chaos hier. So sieht es halt aus, wenn man draußen kocht. Immer schön den Müll mitnehmen, da ist unsere Mülltüte. Da hinten auf der Brücke müssen wir rüber. Da. Und dann da irgendwo hinten lang zu gehen. Da irgendwo noch einzukaufen. Und irgendwo eher rechts im Bild geradeaus heute Abend noch einen Schlafplatz zu suchen. Das ist Portimao gewesen, der Hafen. Ich bin nicht ganz sicher, was der Herbert Storch da oben tut, aber das Nest sieht aus, als ob das nicht allzu lange halten würde. Ja, nächstes Jahr noch hier. Wir sind aus Portimao rausgegangen und eigentlich auch wieder in Portimao rein, auf die östliche Seite nach dem Fluss. Und zusammenfassend kann ich sagen, Portimao ist auf jeden Fall die Storchenhauptstadt Portugals, zumindest von dem Portugal, was ich gesehen habe. Überall Störche. Störche, Störche, Störche. Und Störchennester. Und man kann hier quasi an jeder Ecke Wild zelten. Weil so viele Grünflächen, verwilderte Grünflächen, überall irgendwie vorhanden sind. Und es ohne weiteres möglich ist. Korrigieren. Auf der anderen Seite des Flusses ist nicht Portimao, sondern Peragudo. Es ist im Prinzip wie im Ruhrgebiet hier. Aus Portimao raus, Portimao, nach Peragudo rein, Schild an Schild. Portimao. Aber schon ganz schön. Ich glaube, wir müssen nicht die Treppe hoch. Dieser pralle Mandarinenbaum steht auf einem verlassenen Grundstück. Und ich war kurz vor meinen Rucksack hinzustellen, um ihn voll zu machen. Zum Glück habe ich vorhin eine probiert. Die Schale ist ungefähr 1 Zentimeter dick und das Fruchtfleisch ist sowas im Sommer. Naja, wir lassen es mal hier. So, bevor mein Handy-Akku sich verabschiedet, der Tag neigt sich dem Ende entgegen.
Es ist ungefähr 5:30. In ungefähr einer Stunde wird es dunkel sein. Und wir erreichen jetzt noch sehr viel Asphalt. Jetzt gleich wieder die Küste. Da suchen wir uns gleich einen Campspot. Hoffnungsweise erfolgreich. Genau, und müssen hoffentlich gleich kein Asphalt mehr gehen. Okay, wir hoffen mal, der Akku reicht. Da hinten, neben diesem orangenen Ding, ist ein Mensch drauf. Ich habe keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Interessant. Ich hoffe für ihn, er kommt wieder weg. Das sieht doch schwierig aus. So, das Geheimnis ist gelüftet. Wir haben zwei Franzosen gefragt, wie der darauf gekommen ist. Die gucken sich das schon seit einer Stunde an. Und er ist mit seinem Surfboard darauf gepaddelt irgendwie. Ach, guck mal, jetzt zieht er auch seine Paddelschuhe an. Und sie überwachen das Ganze schon. Ich habe das Gefühl, sie würden auch wahrscheinlich noch warten, bis er runtergeht, weil sie dann den Notruf rufen gegebenenfalls. Vielleicht auch angebracht. Man sieht es nicht so richtig, aber das ist so eine Höhle. Und da, doch, jetzt fliegen sie wieder los. Jetzt. Ganz viele Tauben. Jetzt blüht hier das Ding. Ah, ja. Ah, jetzt erkennt er. Ja, entschuldigt die Qualität. Maria, wie nennt man deine Kreation, die du heute Abend kredenzt? Blumenkohl-Curry mit Sesam und Kokosmilch. Und draußen regnet es und wir sind glücklich im Zelt. Essen war gerade fertig und es hat angefangen zu regnen.